Frau Leukefeld, Sie halten sich momentan wieder in Syrien auf, skypen mit mir gerade aus einem Internetcafé in Damaskus. Ich will mit Ihnen aber jetzt nicht vorrangig über die syrische Hauptstadt sprechen, sondern über eine andere Stadt, die kürzlich wieder in den Schlagzeilen war, nämlich über Aleppo. Da hat man von einem türkischen Online-Magazin gehört, dass sich 14.000 Kämpfer der FSA, also der Freien Syrischen Armee, aus Aleppo zurückgezogen haben. Was ist dran an dieser Meldung und wenn was dran ist, warum haben die sich zurückgezogen? Also ich habe versucht, darüber hier genauere Informationen zu bekommen. Ich kann das nicht bestätigen. Was ich gehört habe, ist, dass sich eine Gruppe von Kämpfern, und zwar die Größenordnung wird mit 1.400 angegeben. Das ist so eine Brigade, die hat sich offenbar zurückgezogen, aber nicht aus Aleppo, sondern aus Idlib. Und insofern weiß ich nicht genau, worauf also diese Information beruht, die ja auch verschiedene westliche Medien wiedergegeben haben. Allerdings ist es so, dass es offensichtlich Verhandlungen gibt zwischen der Armee und verschiedenen Kampfverbänden, die noch in Aleppo sind. Die Armee möchte diese Gruppen dazu bewegen, die Stadt zu verlassen oder die Waffen niederzulegen, um dort eine stabile Lage herzustellen. Also das sind die Informationen, die ich hier aus Damaskus beitragen kann. Wie sieht denn generell das Kräfteverhältnis um Aleppo aus, also das der kämpfenden Gruppen, der ISIS auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Freien Syrischen Armee und der Regierungstruppen? Aleppo ist ja eine große Stadt und es ist ein Landkreis, also eine Provinz. Das heißt, wir müssen eigentlich unterscheiden zwischen der Lage innerhalb der Stadt und der Lage im Landkreis. Die bewaffneten Gruppen innerhalb der Stadt von Aleppo sind vor allem die Islamische Front, die Nusra Front, die sogenannte Freie Syrische Armee, die auch einen Koordinationsrat offenbar gebildet haben, über den Verhandlungen mit der syrischen Armee geführt werden. Die Zahl der Kämpfer innerhalb der Stadt, also da bekommt man so unterschiedliche Angaben, da kann ich keine zuverlässige Auskunft drüber geben. Aber es gibt natürlich auch kurdische Einheiten dort in Aleppo. Die Gruppe Islamischer Staat im Irak und in der Levante befindet sich vor allen Dingen östlich von Aleppo, also in den Provinzen von Deresor und Raqqa, allerdings auch im Umland von Aleppo, wo sie allerdings bisher Kämpfe gehabt haben mit der Nusra-Front. Und da gab es wiederum die Nachricht, dass sich nun dieser Islamische Staat und die Nusra-Front geeinigt hätten, ihre Streitereien einzustellen und gemeinsam zu kämpfen gegen die syrische Armee. Das ist so die Informationslage, die ich dazu sagen kann. Die syrische Armee selber, wenn ich das eben noch sagen darf, hat Aleppo praktisch eingekreist, bis auf vielleicht eine Spanne von 4 Kilometern. Das heißt, die Verbindung zwischen Aleppo und der türkischen Grenze über Avaz, diese Stadt, die also noch nahe bei der Grenze zur Türkei ist, die ist im Moment noch frei, wodurch der Nachschub halt für die bewaffneten Gruppen nach Aleppo läuft. Aber die Armee macht große Fortschritte und deswegen ist sie offensichtlich auch in der Lage, mit den bewaffneten Gruppen zu verhandeln. Sie sagen, die Armee macht große Fortschritte und es gibt Verhandlungen. Was bedeutet das konkret für die Bevölkerung in Aleppo? Das Ziel der syrischen Streitkräfte ist, die Verbindung der bewaffneten Gruppen in Aleppo oder von Aleppo zur Türkei zu unterbrechen. Das bedeutet natürlich dann erstmal eine Belagerung der Stadt. Also wenn der Ring ganz geschlossen wird, ist es eine Belagerung der Stadt. Allerdings gibt es die Erfahrung, dass wenn diese Belagerung dann vollzogen ist durch die syrischen Streitkräfte oder die Einkreisung und es zu Verhandlungen kommt, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass die bewaffneten Gruppen sich auf eine Vereinbarung einlassen. Das heißt, sie können die Waffen niederlegen oder die Stadt verlassen. Die Armee ist da, hat sich in der Vergangenheit relativ flexibel gezeigt. Und das würde dann bedeuten, dass die Lage für die Zivilbevölkerung sich in Aleppo stabilisieren könnte.
dass humanitäre Hilfe dorthin kommen kann, dass die medizinische Versorgung sich wieder stabilisiert. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen, was es bedeutet für die Bevölkerung in Aleppo. Ich habe das jetzt gehört von einem Bekannten, dessen Mutter war gestorben und ihre Häuser, also in Aleppo, ihre Häuser liegen 10 Minuten auseinander. Aber die Mutter wohnt also in dem Teil, der von bewaffneten Gruppen gehalten wird, und er selber wohnt in dem Teil, der also unter Kontrolle der syrischen Regierung steht. Und um seine Mutter also abzuholen und zu beerdigen, musste er eine Fahrt von 9 Stunden hinter sich bringen. Das heißt, er musste erst nach Hama fahren und dann von Hama zurück über verschiedene Checkpoints, also Kontrollpunkte der bewaffneten Gruppen, zurück in den Teil, der von den bewaffneten Gruppen gehalten wird, um seine Mutter abzuholen, die dort gestorben war. Ja, Sie beschreiben die Situation in der geteilten Stadt Aleppo. Gleichzeitig stellen Sie auch einen Hoffnungsschimmer in Aussicht, wenn Sie sagen, es gibt Verhandlungsmöglichkeiten. Einen Hoffnungsschimmer stellt auch der UN-Sondergesandte für Syrien, Stefan de Mistura, in den Mittelpunkt, wenn er fordert, dass es regionale Waffenstillstandszonen in Syrien geben soll. Er fordert das Einfrieren des Konfliktes in Aleppo und stand darüber auch in Verhandlungen mit Bashar al-Assad. Wie aussichtsreich schätzen Sie denn diesen Friedensplan ein? Also Sie haben eben gerade schon gesagt, es gibt Verhandlungsmöglichkeiten. Trotzdem erklären Sie doch noch mal näher die Position der syrischen Opposition, der gemäßigten Opposition, zu dem Friedensplan von de Mistura. Also vielleicht vorab, der Plan von de Mistura hat offensichtlich die Unterstützung der USA und der Russen. Das hat er also gegenüber seinen Gesprächspartnern hier in Damaskus, Präsident Bashar al-Assad und der Regierung, deutlich gemacht, sodass also seine Möglichkeiten offensichtlich auch weiter gehen als die Möglichkeiten seiner Vorgänger, Lakhdar Brahimi oder Kofi Annan. Die oppositionellen Gruppen in Syrien reagieren sehr unterschiedlich. Also innerhalb der Stadt Aleppo gibt es ja die Gruppen, die mit der Auslandsopposition, der nationalen Koalition zusammenarbeiten, die man hier auch als Ittilaf bezeichnet. Die lehnen das ab, die sagen, wenn man so eine Vereinbarung trifft, stärkt das nur die Seite der Regierung und der Armee, die sich dann neu aufstellen würden, um neue Angriffe durchzuführen. Also da wird es abgelehnt. Und es wird auch weiterhin gefordert, dass erst der Präsident Assad zurücktreten müsste, bevor man überhaupt in irgendein Gespräch einwilligen würde. Es gibt aber natürlich auch Gruppen der innersyrischen Opposition, die Gespräche führen wollen, nicht unbedingt zu jedem Preis, aber die sehen in der de Mistura-Initiative einen Hoffnungsschimmer. Der auch dahin geht, dass de Mistura zum Beispiel mit Moskau zusammenarbeitet, und Moskau hat ja Oppositionsgruppen und die syrische Regierung auch zu Gesprächen in die russische Hauptstadt eingeladen, um dort sich eben halt über eine Übergangsregierung und weitere politische Schritte zu einigen. Das heißt, es gibt also eine unterschiedliche Einschätzung der Gruppen, die im Ausland aktiv sind, und der Gruppen, die hier innerhalb Syriens aktiv sind. Weiterhin wissen wir aber, dass über die Türkei noch immer Kämpfer nach Syrien gelangen. Wie schätzen Sie denn die Rolle der Türkei als NATO-Staat und der NATO an sich hinsichtlich des Friedensplans von de Mistura ein? Also für mich deutet vieles darauf hin, dass da mindestens zweispurig gefahren wird. Also die Beziehung zur Türkei wird meines Erachtens nach von der NATO beziehungsweise von den USA bestimmt. Und die USA legt im Augenblick eben halt den Schwerpunkt auf den Kampf gegen diese Gruppe Islamischer Staat im Irak und in der Levante. Wobei sie vor allen Dingen den Wert darauf legt, diese Gruppe im Irak zu bekämpfen und vielleicht nach Syrien zurückzudrängen. Dafür spricht, dass diese Luftangriffe stattfinden, dafür spricht, dass die USA weitere Soldaten, 18.000 Soldaten in den Irak verlegen will, dafür spricht auch, dass Verbündete der USA in der NATO, also Deutschland zum Beispiel, auch Waffen an die Kurden im Nordirak liefern und dort Ausbildung leisten will und so weiter. Das heißt, diese
dieser Weg führt eigentlich in einen längeren Krieg, in einen lang anhaltenden Krieg. Auf der anderen Seite gibt es eine Differenz zwischen den USA und der Türkei. Die Türkei fordert halt, dass die USA gegen den syrischen Präsidenten vorgehen muss und gegen die syrische Armee. Sie sagen, die Türkei sei erst bereit, gegen den Islamischen Staat im Irak und in der Levante zu kämpfen, wenn die USA-geführte Allianz auch ihre Angriffe auf die syrische Regierung und die Armee ausdehnt. Also da gibt es einen Konflikt, der offenbar weiter schwelt. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Während einige syrische Oppositionsgruppen wie die Freie Syrische Armee nach wie vor eine militärische Lösung des Konfliktes anstreben, gibt es aber auch andere, die in der syrischen Oppositionsgruppe den syrischen Staat aufbauen, die nach wie vor eine politische Lösung in den Mittelpunkt stellen. Was wissen Sie darüber? Die Gruppe, den syrischen Staat aufbauen, die hat eine nationale Plattform entwickelt, auf der sie versucht, Persönlichkeiten, aber auch politische Organisationen hier in Syrien aus der Regierung, aus der Baas-Partei, aus den verschiedenen Institutionen zu versammeln auf dieser Plattform, die sich ausdrücklich gegen diesen Islamischen Staat in Irak und in der Levante positioniert und die versucht, also einen Lösungsweg, einen politischen Lösungsweg hier in Syrien zu unterstützen. Die haben sehr viele Gruppen um diese Plattform herum versammeln können. Sie haben viele Unterschriften gesammelt und sie wollten dann eben halt in Komitees landesweit arbeiten daran. Diese Initiative ist jetzt etwas unterbrochen worden dadurch, dass der Präsident der Organisation, Duai Hussein, festgenommen worden ist. Es gibt Bemühungen darum, dass er wieder freigelassen wird, aber die Gruppe setzt ihre Arbeit auf jeden Fall fort. Die andere innersyrische Opposition, das Nationale Koordinationskomitee für demokratischen Wandel, ist ja eingebunden auch in Gespräche in Moskau mit der russischen Regierung. Die werden übrigens unterstützt auch von Ägypten und auch von dem Büro von Staffan de Mistura. Und da gibt es also auch Annäherungen von Teilen dieser außersyrischen Opposition. Zum Beispiel Muaz al-Khatib hat also auch an diesen Gesprächen dort in Moskau teilgenommen. Und da entwickelt sich also auch eine Strömung, die also den politischen Weg versucht zu gehen. Innerhalb des Landes gibt es dann auch von der Regierung also eine Initiative für ein nationales Versöhnungskomitee. Dem gehören 30 Abgeordnete des syrischen Parlaments an, aus allen Provinzen. Die kooperieren mit 5 Ministern der Regierung und mit den Gouverneuren von Homs, Dera, Damaskus und Damaskus Rif, also Damaskus Land, um eben halt das Beispiel, was es in 43 Orten schon gibt, nämlich lokale Waffenstillstände und politische Vereinbarungen zu finden und zu stabilisieren. Dieses Beispiel soll also auch in anderen Brennpunkten des Landes realisiert werden. Interessant daran finde ich auch, dass die syrische Regierung sich also auf Erfahrungen aus Algerien stützt. Also in Algerien hat es ja auch einen 10-jährigen Kampf zwischen islamistischen Gruppen und den algerischen Streitkräften gegeben. Und die haben dann ein nationales Versöhnungsgesetz erlassen. Und dieses Gesetz ist hier also von der syrischen Regierung übernommen worden, um also basierend darauf Erfahrungen eben halt hier in Syrien zu übertragen. Also es gibt sehr intensive Bemühungen, auch einen innersyrischen Versöhnungsprozess voranzubringen. Denn die Meinung hier ist, dass also nur eine Versöhnung tatsächlich auch zu einem Waffenstillstand, zum Schweigen der Waffen und zur politischen Veränderung führen kann. Frau Leukefeld, vielen Dank.